Eigentlich sollte hier heute von mir eine Produktplatzierung erscheinen, in der ich das gestern erschienene Star Wars Battlefront 2 bewerbe. Ähnlich wie ich es vor circa einem Monat tat am Anfang der Beta-Phase. Kann ich auch so reden? Roger! Robo-Spandauer, Druiden! Spandauer Druidenarmee, Angriff! Ich habe mich allerdings kurzfristig gegen eine solche Produktplatzierung entschieden. Stattdessen kommt dieses Video. Ich schätze, kaum einer von euch hat den Shitstorm verpasst, der diese Woche in aller Munde war. Ein Reddit-Rekord. EA bekommt den am meisten gedownvoteten Kommentar in der Geschichte von Reddit. Die Community von Battlefront, aber auch mittlerweile die allgemeine Gaming-Community ist in Aufruhr und geht auf die Barrikaden. Aber warum? In Star Wars Battlefront 2 gibt es einiges zu erspielen. Im sogenannten Progressing System kann man neue Helden und Schurken freischalten, Lootboxen kaufen und Starcards craften. Starcards verbessern eure Spielfigur. Diese erlangt ihr aus Lootboxen. Gezielt herstellen oder verbessern kann man sie mit Crafting-Materialien, die ihr ausschließlich aus Lootboxen erhaltet. Somit kann man spielbare Charaktere und Fahrzeuge teils drastisch verbessern. Das Problem hierbei ist, bzw. war, dass man ewig brauchte, um sich alles zu erspielen. Alternativ konnte man diesen Prozess mit Echtgeld beschleunigen. Kurz erklärt, wenn man Star Wars Battlefront 2 spielt, erlangt man nach jeder Runde Credits. Das ist quasi die Währung im Spiel, für die man Helden freischalten kann oder Lootboxen kauft, in denen man wiederum unter anderem Crafting-Rohstoffe bekommt, Starcards, Emotes und der ganze andere Bimbam. Ein Reddit-User hatte ausgerechnet, wie viel man ursprünglich spielen musste, um lediglich Darth Vader freizuschalten. 40 Stunden! Mittlerweile hat EA das Ganze jedoch etwas angepasst und die Kosten von solchen Helden und Schurken um 75% gesenkt. Das Grundproblem blieb aber vorerst. Seit Jahren testen Publisher in Richtung Mikrotransaktionen, Season Passes oder DLCs ihre Grenzen aus. Es ist mittlerweile leider normal, dass man in Vollpreistiteln weitere Gründe hat, Geld zu investieren. Gerade in kompetitiven Spielen für mich als jemand, der aus dem E-Sport kommt, ätzend. Pay to Win sei hier laut Publisher kein Thema, da man stets das Spiel auch ohne einen weiteren Cent zu bezahlen erfolgreich spielen konnte. Allerdings immer zwei liegen unter denjenigen, die sich Fortschritt und teilweise gravierende Vorteile erkauft hatten. Der Standard.de hat dazu einen, wie ich finde, sehr treffenden Absatz geschrieben. Und trotzdem beeinflusst die Zunahme eines derartigen Systems auch all jene charakterstarken oder prinzipientreuen Spielerinnen und Spieler, die den Markt links liegen lassen. Denn allen Versprechen zum Trotz führen gegen echtes Geld erwerbbare Abkürzungen zu Game Design, das diese Abkürzung erst erstrebenswert macht. Statt ein Spiel auf kurzweilige Unterhaltsamkeit zu designen, wird man dann als Entwickler allen Versprechungen zum Trotz eben irgendwann doch mühsam Grind und Frustration einbauen, um schließlich noch den optionalen Kauf schmackhaft zu machen. Ein psychologischer Mechanismus, der so gut wie allen Free-to-Play-Spielen zugrunde liegt. Ein Beispiel. Ihr seid wie ich großer Fan von Darth Vader und wollt ihn euch unbedingt freispielen. Als Gelegenheitsspieler nach dem 75% Zurückrudern von EA keine unmögliche Aufgabe mehr. Pro Runde bekommt man also etwa 250 bis 350 Credits, aktuell gehen die Runden etwa 10 bis 15 Minuten. Darth Vader kostet nun als unter anderem teuerstes Beispiel 15.000 Credits. Das heißt, ihr müsst in der Theorie rund 10 Stunden spielen, in denen ihr nichts anderes verbessert, erwerbt, craftet, nur um einen Charakter zu erhalten. Immerhin im Gegensatz zu vorher 30 Stunden weniger. Klar gibt es auch Rewards, Belohnungen und tägliche mickrige kleine Lootboxen, aber davon mal ab. Okay, nun wollt ihr euren Helden aufrüsten und mit Starcards verbessern. Dafür müsst ihr Kisten kaufen, deren Inhalt ungewiss ist. Die dafür bestimmte Heldenkiste kostet 2200 Credits und beinhaltet alle möglichen Emotes, Skins, Siegerposen und Starcards verschiedener Seltenheitsgrade. Dass ihr also genau das kriegt, was ihr braucht, ist ungewiss. Bis gestern hatte man daher die Möglichkeit, mit Echtgeld nachzuhelfen, um noch mehr Boxen zu erhalten. Letztendlich ist das, was ihr dort betreiben sollt, Glücksspiel. Der psychologische Effekt hinter den Lootboxen bringt viele Spieler in eine Zwangsspirale, das Kaufen weiterer Boxen fortzuführen, in der Hoffnung auf die eine Sache, die euer Darth Vader braucht. Geld einwerfen und hoffen, dass der Zufall dir eine geile Belohnung gibt, kennt man doch irgendwoher, oder? Genau, von Glücksspielautomaten. Und dass Glücksspielsucht ein ernstzunehmendes Problem aufweist, brauche ich euch nicht erklären. Alternativ konntet ihr den mühsamen Grinding-Weg wählen und eure Starcards versuchen zu craften. Allerdings braucht ihr dafür Crafting-Rohstoffe, die auch in Lootboxen zu finden sind und eher mäßig ausfallen. Und nun kommt der zweite Punkt. Pay to win. Ich habe selten ein Spiel erlebt, in dem Ausrüstung einen so großen Unterschied im Gameplay machen. Ich habe beispielsweise durch die
tolle Elite Trooper Deluxe Edition, welche ich für die Kampagne mit EA erhalten hatte, 2 epische Star Cards für Kylo Ren erhalten. Die sind bei dieser Edition dabei. Ist doch ein guter Anreiz, das Spiel in einer teureren Version zu kaufen mit mehr virtuellen Inhalten in einem Vollpreistitel. Und da hat es mir die Sprache verschlagen. In meinem Fall wurden 2 seiner 3 Fähigkeiten effektiv um 30% verbessert. 30%! Weil ihr eine teurere Version gekauft habt. Star Cards verbessern euren Charakter so unfassbar krass, sind aber auch gleichzeitig extrem schwer zu erhalten. Gott sei Dank gibt es dafür Lootboxen mit der Aussicht auf den Jackpot, auf das krasseste Item, inklusive Dopaminausschüttung. Geil, Glücksspiel in Computerspielen. Aber warum meckern alle so sehr wegen Battlefront 2 rum? Schaut euch doch mal in der Videospiellandschaft um. Ich glaube, EA hat sich mit diesem Lootbox-System in Star Wars Battlefront 2 einfach nur ungeschickt verhalten, im Gegensatz zu den Konkurrenten. Klar, es gibt mehr oder weniger Gameplay-beeinflussende Loot-Systeme und ich bin auch ein Spieler, der gerne lange für etwas grindet. Ich mag einfach den Weg, der gleichzeitig auch das Ziel ist. Aber bei den aktuellen Entwicklungen von Mikrotransaktionen und den Bezahlmodellen, die Kacknoobs benutzen und mich dann online weghauen, obwohl sie mega scheiße in dem Spiel sind, da hört für mich der Spaß auf. Ich habe gerne ein Progressing-System, wo ich lange grinden kann, wenn meine Konkurrenten in einem PvP-Spiel nicht die Möglichkeit hätten, mit Geld das alles zu überspringen und mich wegzunatzen, während ich noch grinde. Battlefront 2 ist meiner Meinung nach ein so unfassbar geiles Spiel, welches bis gestern unter dem gierigen Progressing-System gelitten hat. Wir alle, auch ich, müssen uns mal an die Nase fassen, denn letztendlich machen wir als Verbraucher dieses Geschäftsmodell so erfolgreich. Ja, wir feiern es sogar mit krassen Pack-Openings. Dieses Video könnte ich 10-mal so lange und 20-mal so tiefgehend beanspruchen. Letztendlich wollte ich euch jedoch nur begründen, warum ich nicht guten Gewissens dieses Spiel mit einer Produktplatzierung bewerben kann und gleichzeitig meine Integrität wahren. Es gibt für mich kein höheres Lob, als wenn ihr meine Produktplatzierung feiert. Die Gründe dafür möchte ich auch weiterhin oben halten. Ich gebe zu, ich selbst habe mich wirklich nie mit diesem Glücksspiel- und Pay-to-Win-Problem effektiv beschäftigt. Ich habe mich immer eher unbewusst in Spielen wiedergefunden, in denen ich mehr oder weniger mit dem Progressing-System übereinkam. Aktuell spiele ich zum Beispiel sehr aktiv FIFA 18, wo ich allerdings sehr bockig Mikrotransaktionen verweigere. Der aktuelle Shitstorm zu Battlefront 2 hat jedoch mein Interesse geweckt, wodurch ich mich mal informiert habe. Nutzt dieses Video, um vielleicht auch einmal zu reflektieren. Ich möchte auch anmerken, dass es natürlich viele Spiele gibt, die es mit Mikrotransaktionen richtig machen, wie zum Beispiel League of Legends oder Path of Exile. Euch fallen bestimmt auch ein paar Beispiele ein, vielleicht sogar Vollpreistitel. Und wenn alles gut läuft, schließt sich EA diesem Modell an, denn das eben beschriebene Gambling-System wurde gestern zum Release des Spiels entfernt. Temporär. Gestern kam die Ankündigung von EA, dass sie alle Mikrotransaktionen erstmal entfernt hätten, ihr System überarbeiten und dann zurückkommen. Was heißt das? Gut, nehmen wir mal das Beste an. EA hat eingesehen, dass Glücksspiel mit Mikrotransaktionen und ein Progressing-System, was nicht nur durch Gameplay bestritten wird, sondern auch durch Echtgeld vorangetrieben werden kann, scheiße ist. Sie haben ihren Fehler eingesehen, wenden sich von diesem Geschäftsmodell ab und werden die Echtgeldwährung später wieder implementieren, für die man lediglich nur kosmetische Sachen kaufen kann. Somit hätte die Gaming-Community zum ersten Mal in der Gaming-Industrie harte Linie bewiesen mit Erfolg. Nehmen wir das Schlechteste an. EA geht der Arsch auf Grundeis. Immer mehr Spieler verkünden, dass sie das Spiel nicht kaufen werden. Vorbesteller wollen refunden. YouTuber sagen Placements ab und sprechen sich gegen Star Wars Battlefront 2 aus. Und durch den Shitstorm hat EA einen mehr als nur herben PR-Schlag kassiert. Sie wirken dem entgegen, indem sie der Community sagen, sie hätten zugehört und entfernen zum Release-Tag alle Mikrotransaktionen. Sie sagen bewusst nicht, in welcher Weise dieses System zurückkommen wird, geben aber den Anschein, als würden sie alles zum Besseren überarbeiten. Die Community denkt, sie hätten einen tollen Sieg erfochten. Kritiker rudern zurück und die ersten Leute geben EA für diesen Move Props. Und nach circa einem Monat fügt EA in etwa das gleiche System wieder ein, wie wir es bereits hatten. Der Shitstorm ist inzwischen vorübergezogen, unfassbar viele Spieleinheiten wurden zum Release-Tag verkauft
und ich würde nichts mehr mit EA zu tun haben wollen. Allerdings muss ich sagen, dass EA zu mir im Rahmen der Battlefront 2 Kampagne immer sehr entgegenkommend und verständnisvoll war. Ich habe daher EA gesagt, dass ich gerne bereit bin, ihr Spiel wieder zu bewerben, sollte das Progressing System angepasst werden und es mit meinem Wertesystem übereinstimmen. Am Anfang der Beta hieß es ständig, dass dieses bis zum Release angepasst wird. Jetzt hat EA Mikrotransaktion kurzzeitig entfernt. Zeigt uns, dass ihr es ernst meint, EA. Kommt zurück mit einem vernünftigen, aufrechten, fairen System für einen Vollpreistitel. Hört wirklich mal zu. Wenn das der Fall sein wird, mache ich gerne ein Placement für euer ansonsten unfassbar geiles Spiel. David hat zufällig wegen dem gleichen Anlass ein Video gemacht über die Entwicklung der Bezahlmethoden von Videospielen. Das ist nochmal wesentlich genereller und nicht so spezifisch wie meins, welches sich nur auf Battlefront 2 bezieht. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verabschiede mich. Bis demnächst. Tschüssikowski.